Pagan? Ja? Was ist denn jetzt eigentlich mit Pascha? Er ist tot. Tot? Was heißt tot? Sein Lebensfunken ist in der Scheiße erstickt. Wie jetzt? Seine Seele hat ihn verlassen, aber der Gestank ist geblieben. Verstehst du, was ich meine? Junkies. Deine Leiste von der Wand, brech dir deine Leiste und du weißt, dass du mit der Leistung dir nie was leisten kannst. Pascha, dein Rap ist nicht vertretbar, keine einzige Line dient dir irgendeinem Zweck, du bringst nur peinlichen Scheiß. Von dir werde ich nicht gefehlt, ich hab mein Schicksal in der Hand. Und was laberst du vom Biss? Du bist der Pizzalieferant. Digga, dein Mofa ist echt krass, damit teilst du dir Respekt an. Doch was du damit dann auf Gangs machst, das ist doch echt ne Frechheit. Bei dir geht es nur voran, wenn du einen Lieferauftrag hast. Niemand im MHR kauft dir das Viehverkaufen ab. Dir als Mofa-Fahrer macht man doch keinen Platz auf der Straße. Wer glaubst du, wer du bist? Ein Teil des türkischen Art. Du bringst rum Gangster-Scheiß auf einen chilligen Beat. Welcher Hurensohn dachte, das wäre eine prima Idee? Deine Tracks sind wohl offensichtlich nur Satire, weil sogar dieser neben dir fast wie ein Jeeber. Zeig mal, was du kannst, das ist sicherlich nicht viel. Und deshalb wirst du auch dieses Battle hier verlieren. Gegen, ha, Pagan zu dem Vince. Quasi, schon Pagan zu dem King. Du wirst von Vince McMahon in den Arsch gefickt. Brech lieber deine Runde ein, Mann, ich warne dich. Weil ich in diesem Battle keiner bin. Musst du bewusst sein, dass du für mich eine Wildcard bist. Hör mir zu, Pascha, was ich dir jetzt sage, ist einmalig. Für dich ist es erst fair, sobald ich dir einen Rat gebe. Achte auf Verkehrsschilder, blinken, wenn du abbiegst. Fußgänger sind überall, sie könnten dich vom Rad ziehen. Dass du Kondome nicht gebrauchst, ist für mich gar kein Wunder. Denn dein Sexleben ist wie ein Stau auf der A100. Du kommst einfach nicht voran, sogar das Rap-Geschäft läuft scheiße. In der Quali voll blamiert und dann in Runde 1 beseitigt. Aber Kopf hoch, du kannst auch sicher etliche Sachen, zum Beispiel putzen oder kochen oder Schwänze zu blasen. Such dir davon etwas aus und mach dann damit Karriere. Oder machst wie deine Fan, die auf der Straßenbahn leben. Deine Texte sind so sinnlos, ich kann den Spaß nicht verstehen. Deine Runde soll gut ankommen. Willst du eine Taxifahrt drehen? Drop die Runde und ich höre mir dann mal den Beat an. Es ist Samstag, sag nach, wo bleibt die Pizza Margherita? Zeig mal, was du kannst, das ist sicherlich nicht viel. Und deshalb wirst du auch dieses Battle hier verlieren. Gegen, ha, Pagan zu dem Vince. Quasi, schon Pagan zu dem King. Vince McMahon in den Arsch gefickt. Brech lieber deine Runde ein, Mann, ich warne dich. Weil ich in diesem Battle keiner will. Musst du bewusst sein, dass du für mich eine Wildcard bist. Na Pascha, was ist los? Wo bleibt denn jetzt meine Pizza? Ich hab sie um 0 Uhr bestellt, jetzt ist es 2.30 Uhr und sie ist immer noch nicht da. Ich müsste nur einmal bei Lieferheld durchrufen, um dein gesamtes Leben zu ficken. Verstehst du, was ich meine? Dann hättest du nicht nur das Battle, sondern auch deinen Job verloren. Bring mir mal eine verpackte Pizza, du Hurensohn. Ja, dann zeig mal, was du kannst, das ist sicherlich nicht viel. Und deshalb wirst du auch dieses Battle hier verlieren. Gegen, ha, Pagan zu dem Vince. Quasi, schon Pagan zu dem King. Du wirst von Vince McMahon in den Arsch gefickt. Brech lieber deine Runde ein, Mann, ich warne dich. Weil ich in diesem Battle keiner bin. Musst du bewusst sein, dass du für mich eine Wildcard bist.